Hallo Leute, willkommen zurück zu Happy Wheels. Ich habe gestern die Umfrage gestartet bezüglich der kleinen Blutanimation, ob jetzt 1, 2 oder 3 oder 4. Und falls ihr da mitmachen wollt, falls ihr mit abstimmen wollt, hier sollte das jetzt irgendwo verlinkt sein oder guckt einfach in die Videobeschreibung. Ich lasse jetzt erstmal den vierten Bluteffekt, weil der auch zurzeit vorne liegt. Und naja, falls ihr das noch beeinflussen wollt, ihr wisst ja, wo der Link ist. So, this week, today und sort by play count. Jetpack fun. Play now. Okay. Press space. Okay. Ah, also den Körper kann ich, glaube ich, nicht... Oh! Ja, klar. Den Körper kann ich nicht bewegen. Also nach links oder rechts, oder? Doch. Ja, minimal. Nicht der Rede wert. Und ich muss anscheinend eigentlich nur aufpassen. Oh, dass ich nicht irgendwo gegenklatsche. Deswegen versuche ich jetzt auch nicht hier so schnell durchzurasen. Oh, nein, 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 nein. Oh. Da freue ich mich gerade, dass ich den scheiß Block da verpasst habe. Und dann passiert sowas. Oh. Was ist das überhaupt für ein Typ? Ich kenne den gar nicht. Oh ja, genau. Erstmal Genick gebrochen. Aber Hauptsache weiterleben. Das ergibt ja Sinn. So. Ganz vorsichtig. Nicht so schnell, Mann. Bisschen langsamer. Den Kopf darf ich auch nicht einknicken lassen. Komm, ja, 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 schneller. Wow. Ich glaube, ich bin ein bisschen lahmarschig. Oh, oh. Wow. Ja, klar. Und? Komm, 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 komm. Dem würde ich jetzt auch, ja, sagen wir mal, 4 Sterne geben, vielleicht auch 5. Ich finde es immer noch schade, dass YouTube diese Bewertung rausgenommen hat. Damals musste man noch mit Sternen bewerten und nicht mit Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Fand ich irgendwie ein bisschen toller. Jetzt kann man eigentlich gar nicht mehr... Ja, ich weiß nicht. Also, ein Daumen runter ist bei einem Let's Play von jemandem, der jetzt etwas erfahrener ist, eigentlich Schwachsinn. Also klar, man kann zwar sagen, der Part gefällt einem so nicht, aber ist das dann einen Daumen runter wert? Ich weiß es selber nicht. Wenn man den Let's Player an sich nicht mag, dann kann man das rein theoretisch so machen, dass man den Part, den man gesehen hat, downvotet, aber dann auch nicht mehr reinguckt, weil ich meine, wenn man den nicht mag und den nicht gerne guckt, dann, ne, warum weiter mit beschäftigen, warum weiter aufregen? Das jetzt besonders bei Leuten, die, ja, unbekannt sind und total jung meistens auch noch, da sieht man das ja auch oft, dass einfach jeder Part downvotet wurde. Oh. Und dann auch immer natürlich von denselben Leuten kommentiert wurde. Was ich ziemlich schade finde. Ah, die Leute suchen halt gerne was zum Aufregen. Ja, geil. Habe ich einen Speer im Arsch. Und in mein Auge. Ja. Ich soll da anscheinend runtergehen. Okay. Dü, 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 dü. Da, da, da. Pogo-Stick-Man. Dü, 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 dü. Vorsichtig. Ey. Pass doch einfach mal ein bisschen mehr auf. Was geht denn ab mit dir, Mann? Was ist denn los mit dir? Ach und mir schreiben ja ganz, ganz viele Leute PNs und Kommentare bezüglich des Highlight-Projektes. Also ich nehme mal zwischendurch mal irgendeinen lustigen Moment aus dem Let's Play und pack das dann in ein Video rein, um das nochmal etwas zu promoten, diesen geilen Moment, könnte man sagen. Und bitte, Leute, schreibt mir auch mal Highlights zu den alten Videos, zu Singularity und oder was weiß ich was, irgendwelche von Sims oder keine Ahnung, von irgendwelchen älteren Projekten. Ich möchte jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, Part 9 hochladen und am nächsten Tag dann ein Highlight von Part 9. Das kommt irgendwie, also klar, ist zwar lustig, aber es wäre lustiger, wenn dazwischen eine gewisse Zeit wäre, wo dann erstmal das nicht mehr im, ja, Kurzzeitgedächtnis drinsteckt und man im Moment gar nicht mehr so im Kopf hat. Ah, das kennen wir doch schon. Das hatten wir doch schon gestern. Aua, da bin ich tot. Ich würde sagen, wir sortieren das Ganze auch einfach mal eben nach Woche. Und probieren dann mal eine Runde. Glass Rider.
Kommt mir bekannt vor. Ja, ich glaube, ich kenne das, oder? Sehr einfach. Einfach. Normal. Hard. Very hard. Ja, klar. Hauptsache, mein Fahrrad schaftet. Kann ich's denn... Boah, Timmy, fahr weiter. Ja, du schaffst das. Guck mal, das schafft sogar Timmy. Ja. Timmy kann auch was. Los, Timmy, fahr. Jo, Timmy hat wohl keine Lust mehr. Ich weiß nicht, also ist eine nette Idee. Aber es ist mir zu nervig, dann immer wieder den ganzen weiten Weg auf mich zu nehmen. Ich versuche gerade mal das kaputt zu kriegen. Oh, schade. Ja, egal. Versuchen wir da mal ganz schnell durchzurasen. Gucken, ob das geht. Normal. Ja. Oh. Oh, tut mir leid, Tim. Ich gehe ohne dich, okay? Bam. Noch ein einziges Mal und dann das nächste Level. Aber auch vermutlich wieder mit dem Fahrradfahrer. Ich mag die Level mit dem Fahrradfahrer einfach am liebsten. Mit Timmy passieren immer viel lustigere Sachen als jetzt mit anderen Charakteren. Very hard. Wie soll man das schaffen? Alter, ist da gerade Timmy in mir? Ich glaube schon. Gut. Exit to Menü. Call of Duty Quiz. Nein, das... warte, Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball. Ich lade die Tage, die Wochen ein neues Projekt hoch. Es fängt mit S an, das Spiel. SE am Anfang, nur damit ihr Bescheid wisst. Habe ich auch schon mal per Bulletin irgendwie angekündigt. Und es wäre nett, wenn ihr das speziell promoten würdet und verbreiten würdet, weil ich will, dass das Spiel nochmal neu aufgewärmt wird. Also im Sinne von nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommt. Einfach weil es, ja, das ist einer der Spiele, das hat es einfach verdient. Das ist einfach zu geil. Auch wenn es schon relativ alt ist. So, Death Ball. Statt hier nicht gerade Dragon Ball? Ich sehe schon Sachen, die gar nicht da sind. Ah. Ich bin unsterblich. I'm immortal. Warum fahre ich denn nicht? Ach so, mit. Okay, schon gut. Na? Boah, wieder so eine nervige Kacke. Bitte nicht. Wenn ich jetzt zurückfahre, dann... wieder ein bisschen Anschwung nehmen und... ja! Noch geht's. Noch geht's. Ja, fahr los. Ui, oh, der Typ ist tot. Glassfall. Mit irgendwelchen Atombomben. Hä, das kennen wir doch auch schon. Also ich meine, das Level schon zu kennen. Ja, jetzt fahre ich über ein paar Köpfe, genau. Komm, roll. Roll dich. Brains. Ja, das kennen wir schon. Los, nur noch den einen. Ja. Komm, vielleicht auch noch den. Und. Ja. Gut. Exit to Menü. Machen wir mal einfach Anytime nochmal. Das hier ist das meistgespielteste Level. Meistgespielte Level. What the fuck? Hui. Nur warum? So, da bin ich ja mal gespannt, was mich hier erwartet. Wow. Cool. Hä? Sinn? Yay! Hui! Und jetzt? Ja, ich meine, war jetzt schon ganz nett, aber... weiß ich nicht. Also den Titel hat er jetzt nicht verdient, das meistgespielte Level zu sein. Nehmen wir nochmal Timmy. Hä? Was? Problem? Was für Problem, Digga? Was? Hallo, bist du ein Elf? Oh, warst du ein Elf? Hab ich da direkt meinen Kopf verloren? Timmy lebt noch. Timmy, ja, komm, Timmy. Timmy wird's überleben. Timmy muss es überleben. Ja, er ist noch... Alter. Was ist da gerade mit Timmy passiert? Sein Herz. Sein Herz lebt weiter. So. Probieren wir mal brutal. Oh.
Ja, genau. Ich schaff das. Ich schaff das. Oh, meine Beine. Was eine Kettenreaktion. Wo ist Timmy? Ach. Timmy geht's anscheinend noch ganz gut. Ich meine, der ist zwar ein bisschen kopflos, aber sein Körper ist noch vorhanden. Ja. Der arme Timmy. Exit to Menü und Pokémon Training. Und Timmy. Mit seinem Vater. I choose you. Ach, das kennen wir doch auch schon. Genau, das war einer der ersten Level. Ja, ich sollte das anders sortieren. Diesen Monat meist gespielt. Da war ein Problem. Es Mumpf. Komm. Hä? Hallo. This week. Hör mal, da geht hier alles von unserer Zeit ab, ja? Kannst du jetzt mal bitte laden? Ach komm. Ach komm. Was ist denn los mit euch? Ho. Deathball 2, Rope, Swing Legends. Kennen wir das schon? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir die Namen nicht merken. Ich glaube ja, oder? Aber die sehen eigentlich alle. Oh, das war doch mal ein sehr netter Tod. Ist doch nicht schlimm. Versuchen wir mal weiterzukommen. Oder konnte sich leider nicht mehr festhalten. Ja, ich glaube, das kennen wir auch. Boah, der Arme. Aber macht ja auch mal wieder Spaß, die alten Level zu zocken. Also kommt mir jedenfalls gerade so vor, als wenn ich erkennen würde. Ja, ich glaube, das hatten wir schon. Nein! Tot. Exit to Menü. Wir können einfach mal die schlechtesten raussuchen oder die ältesten. Warte mal, anytime. Oldest. Oh, lad doch mal. Play Count. 10 Millionen. Das ist das älteste Level von Happy Wheels. Wahrscheinlich vom Entwickler. Sehr wahrscheinlich. Ah, und ich scheine es auch schon zu kennen. Kann das sein? Kommt mir sehr bekannt vor. Ja, 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 ja. Einer der ersten Happy Wheels Parts. Das war, da habe ich den alten Mann, den Gandalf, auf den Grauen gezockt und ja, hatte mir eine Geschichte zu seinem Leben ausgedacht, warum der da jetzt ist und wie der hier hingekommen ist. War doch das Level, oder nicht? Ich meine schon. Komm! Scheiße! Was war das denn? Was war das denn? Hä? Passiert euch das auch im echten Leben, dass ihr irgendwann einfach mal, weiß ich nicht, Fahrrad fahrt? Ja, ich sag mal, ein bisschen zu viel Kraft reinpackt und dann platzt. Was ist das denn? Los, zermatsch Timmy. Zermatsch das Fahrrad. Lol, macht er ja echt. So, mal gucken. Ich spiele jetzt Timmy. Oh, da hat er sich direkt mal seine Arme gebrochen. Mal Timmy, komm da jetzt. Du kommst da jetzt raus, ja? Du kommst da jetzt raus. Ja, Papi ist tot, ja. Soll sich sein Herz wegtreten? Ja, 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 ja. Alter, warum muss Timmy immer Sex mit allem haben? Nein, ich war doch schon. Ja, 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 genau. Und, ja. Ich hab's geschafft. Timmy ist tot. Und da werden seine Gedärme dann auch noch zerfetzt, oder? Ja, wahrscheinlich auch wieder nur weggeschoben. Ah, schade. Sehr schade. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Und später kommt noch eine kleine Challenge. So könnte man das nennen. Mal gucken, wer gegen mich gewinnt. Und ja, schaut auf dem Kanal vorbei. Das sollte jetzt eventuell sogar schon online sein. Wir sehen uns dann morgen beim nächsten Part. Tschüss, bis dann.